Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Update zu Island. Wir haben den 25.03.2024. Ja, so wie es aussieht, könnte es jetzt tatsächlich sein, dass in den nächsten Tagen die Eruption zu Ende geht. Wir können mittlerweile auf den Bildern von Live from Iceland sehr gut erkennen, dass sich der Hauptmagmazufluss jetzt auf die zwei größten Kegel konzentriert. Die kleineren Kegel davon verschließen sich jetzt immer mehr. Man kann bei einem weiteren kleinen Kegel jetzt noch ein bisschen Lava-Sputtering sehen, also man sieht immer noch so ein bisschen Blut aufstoßen und das verschließt sich jetzt immer mehr und der Magmazufluss aus dem Untergrund, also aus dem Magmakörper unter Svartsengi, der konzentriert sich jetzt mehr auf die zwei größten Kegel und es könnte jetzt wirklich tatsächlich passieren, dass die Eruption in den nächsten Tagen zu Ende geht. Dafür lege ich nicht meine Hand ins Feuer, es könnte tatsächlich auch sein, dass es jetzt immer noch kontinuierlich weitergeht. Allerdings können wir in den letzten Tagen erkennen, dass die Eruptionsspalte ordentlich ausgast. Wir haben eine sehr große Rauchentwicklung und die Luftverschmutzung auf Reykjanes ist momentan sehr, sehr hoch. Und aktuell kann man dies auch auf den Bildern immer noch erkennen, dass die Rauchentwicklung noch immer enorm groß ist. Und was jetzt dort im Untergrund sehr wahrscheinlich passiert ist, dass der Magmazufluss sich jetzt im Allgemeinen etwas abgenommen hat. Das heißt, die Magmazuflüsse in die Spalte verschließen sich jetzt wieder etwas nach und nach. Das kann man auch sehr gut anhand der Bodenhebung erkennen, weil die hat nämlich unter Svartsengi wieder zugenommen. Und wir haben hier in ungefähr einer Tiefe von 4,5 bis 5 Kilometern Tiefe den Magmakörper, der jetzt gerade hier aufblinkt. So, und dort läuft immer noch kontinuierlich aus dem oberen Erdmantelbereich Magma rein, Magma rein, Magma rein. So, und es sah jetzt in den letzten Tagen immer so aus, auch seit Beginn der Eruption, weil der Magmazufluss war schon enorm hoch. Ja, auch wie schon mal erwähnt, in den ersten 21 Stunden hatten wir 30 Millionen Kubikmeter Magma, was eruptiert ist. Und das ist wirklich eine enorme Menge. Und das Ganze hat jetzt abgenommen. Ja, und im Untergrund haben sich die Magmagänge jetzt, die verschließen sich jetzt, ne? Also es verschließt sich jetzt immer mehr, bis die Eruption dann zum Stillstand kommt. Der Tremor, den ich euch jetzt gerade hier einblende, fällt auch immer weiter ab, also es wird immer schwächer. Allerdings könnten wir hier auch eine Art pulsierende Eruption bekommen. Das heißt, die Aktivität nimmt jetzt ab und es könnte tatsächlich sein, dass sie dann auch in den nächsten Stunden oder Tagen wieder zunimmt. Wir haben hier einen sehr, sehr interessanten Rhythmus, denn wir hatten eine Dokumentation vom Schweizer Rundfunk, die kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Da wird über die aktuelle Phase bei Svartsengi gesprochen. Ja, und wir haben dort immer so einen Rhythmus, dass ungefähr 700 bis 800 Jahre Ruhe ist. Das heißt, man erlebt so gut wie gar keine Eruptionen. Und jetzt befinden wir uns wieder in einer Phase, wo wir zwischen 300 und 400 Jahren wieder eine aktivere Phase bekommen. Wir erleben jetzt schon seit der Fagradalsfjärdal-Eruption, seit der ersten Fagradalsfjärdal-Eruption vom 19. März 2021, befinden wir uns jetzt mit diesem Beginn der Phase schon in der siebten Eruption. Wir haben jetzt schon die vierte Eruption seit der Grabenbildung am 10. November 2023 und am 19. März 2021 hatten wir die erste Fagradalsfjärdal-Eruption und die hielt ganze 184 Tage an. Das muss man sich mal wirklich vorstellen, auch wie lang solche Eruptionsphasen andauern können. Ich habe jetzt bei dieser Eruption, also beginnend am 16.03.2024, habe ich vermutet, dass wir jetzt hier schon aufgrund der Daten, die wir auch hatten und wirklich auch der Tremor, der sich konstant hielt, ja, bis jetzt fällt er langsam wieder ab, dass wir wahrscheinlich auch eine Eruption erleben könnten, die ab jetzt noch mehrere Wochen anhalten könnte. Jetzt sieht es allerdings danach aus, dass die Eruption doch in den nächsten Tagen wahrscheinlich eher zu Ende geht. Dass wir dann wieder einen Rhythmus haben, wo dann wir ungefähr so 3, 4, 5 Wochen lang wieder keine Eruption sehen und dass es dann wieder losgeht. Ich finde dieses Warten auf eine Eruption finde ich wirklich immer sehr, sehr spannend, auch mit euch darüber zu quatschen. Und ich habe es jetzt auch bei meinen vergangenen Updates gesehen, wie gewaltig diese Interaktion auf meinem Kanal einfach geworden ist und wie viele Menschen auch so denken wie ich. Na, man freut sich auf keinen Fall darüber, wenn Menschen zu Schaden kommen.
Ja, oder wenn auch die Stadt Grindavík in Mitleidenschaft gezogen wird. Nur die Stadt Grindavík wird ja auch nicht aufgrund von Eruptionen alleine in Mitleidenschaft gezogen, sondern unter Grindavík sieht es einfach aus wie ein Schweizer Käse. Ich habe das jetzt im Übrigen geklärt, also Schweizer Käse kann man da ruhig sagen, das ist jetzt nicht so arg schlimm. Da gab es nämlich so ein paar Schweizer Kandidaten, die sich darüber aufgeregt haben, aber um das halt zu, also euch einfach bildlich darzustellen, ja, dass der Untergrund unter Grindavík immer schwammiger wird und aufgrund der Bodeninflation, also der Bodenhebung und der Bodensenkung, wird das Gestein, das, ich nenne es jetzt mal Fundamentgestein, wo die ganze Stadt drauf steht, immer brüchiger, immer spröder und die Stadt ist einfach wirklich nicht mehr sicher. Und in dieser Dokumentation vom Schweizer Rundfunk, die ich euch wirklich sehr empfehlen kann, ist unten verlinkt, wurde auch gesagt, unter anderem, dass die Zukunft für Grindavík wirklich nicht gut ist. Die gesamte Stadt ist evakuiert. Zwischendurch dürfen Menschen halt mal hin, ja, dürfen ihr ganzes Hab und Gut sichern. Aber es sieht einfach nicht gut aus. Und ich würde auch den Menschen empfehlen, diese Stadt, auch wenn es wirklich schwer fällt, einfach fallen zu lassen. Ja, wirklich umzuziehen. Oder man könnte sich eventuell auch Gedanken darüber machen, die Stadt einfach zu verlegen, dass es ein neues Grindavík, also dass ein neues Grindavík entsteht. Aber es ist halt schon für die einheimischen Grinder-Vikings da unten wirklich ein, ja, ein Horrorszenario einfach. Ihre schöne Stadt zurückzulassen. Ich könnte jetzt auch nicht einfach so aus meiner Stadt verschwinden. Das ist halt nun mal nicht so einfach. Aber was nicht geht, geht einfach nun mal nicht. Und die Natur holt sich nun mal irgendwann alles wieder zurück. Das ist es jetzt erstmal zu den Daten gewesen. Ja? Ich möchte euch jetzt nicht zu viel aus dieser Dokumentation vom Schweizer Rundfunk auch verraten. Das sollt ihr euch alles mal so selber angucken. Auf jeden Fall spiegelt es wirklich viel wieder, was ich in meinen vergangenen Updates auch erklärt habe, euch gezeigt habe. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass die Interaktion so groß ist auf meinem Kanal und dass ich auch wirklich ein so großes Feedback bekomme. Das spornt mich wirklich immer weiter an, immer weiter zu machen. Und ich bin einfach wirklich stolz darauf, auch eine solche stabile Community zu haben. So, jetzt möchte ich auch das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Es gibt jetzt erstmal nichts weiter dazu zu sagen, als statt wir wirklich jetzt abwarten müssen. Wie gesagt, nochmal in Kurzfassung, die Ausgasung ist momentan sehr hoch, auch die Luftverschmutzung. Die Regierung empfiehlt dort auf jeden Fall, Türen und Fenster verschlossen zu halten, so wenig wie möglich nach draußen zu gehen und natürlich Schutzmasken zu tragen. Und ja, die Inflation ist jetzt wieder Tendenz steigend unter Svatsengi. Dazu lasse ich jetzt hier noch einmal ganz kurz den Magmakörper aufblinken, den wir hier in ungefähr 4,5 bis 5 Kilometern Tiefe haben. Und der Magmazufluss wird jetzt etwas geringer in die Eruptionsspalte. Und deswegen anhand der großen Ausgasung und dass der Tremor jetzt kontinuierlich fällt ein wenig, ne, man kann das ja sehr gut erkennen, das habe ich euch eben eingeblendet, sieht es jetzt wahrscheinlich danach aus, dass die Eruption in den nächsten Tagen zu Ende geht und dann wieder 4-5 Wochen warten und dann wird es wahrscheinlich dann auch wieder losgehen und wir könnten wahrscheinlich auch bis, ja, so 2025, 2026 wird dann wahrscheinlich auch der Vergrader Zviertel sich nochmal melden und wir müssen auch gucken, weil das wurde nämlich auch vermutet, dass in das benachbarte, also links benachbarte Vulkansystem, dass dort eventuell auch in den nächsten Jahren mit einer Eruption zu rechnen ist. Das ist das Eldfirb-Vulkansystem. Also, was heißt Vulkansystem? Die Eldfirb-Eruptionsspalte hier, also das Spaltensystem hier. Ja, dass es dort dann in der nächsten Zeit dann auch zu einer Eruption kommen könnte. Vergrader Zviertel hat angefangen. Ja, jetzt erleben wir aktuell eine Eruptionsphase hier bei Svatsengi. Und danach könnten wir wahrscheinlich jetzt hier im Eldfirb-Vulkansystem dann auch eine Eruption in den nächsten Jahren erleben. Das heißt, wir haben hier eine Eruptionsphase, die jetzt in den letzten Jahren vom Osten, also hier vom Vergrader Zviertel, nach Richtung Westen gewandert ist und wird dann wahrscheinlich sich hier bei Eldfirb, ja, dann fortsetzen. Ne? So sieht das ganze Ding jetzt aus.
Gut, ich bedanke mich, dass ihr das Update bisher geschaut habt. Ihr dürft mir und meinen Partnern gerne ein kostenloses Abo dalassen. Einmal bei dem lieben Sven von Vulkantastisch und einmal bei dem lieben Patrick von Apocalyptic Science. Das würde sie sehr freuen. Und auch auf meiner Infoseite vulkane.net von Max Seglert dürft ihr auch gerne mal reinschauen. Das ist eine Seite, die kann ich wirklich sehr empfehlen. Dort wird über aktuelle Vulkanausbrüche oder Vulkane im Allgemeinen und Naturphänomene weltweit, egal ob es Unwetter oder Erdbeben sind, berichtet. Würde ich euch wärmstens empfehlen. Ich bin raus, macht es gut, ihr Lieben. Euer Patrick von Lidum Produktion. Auf Wiedersehen.